Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarn-Deutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Preisverleihung und Kulturprogramme. Galaprogramm am Tag der Ungarn-Deutschen Selbstverwaltungen. Dieses Jahr wurde zum 26. Mal das Landesgala am Tag der Ungarn-Deutschen Selbstverwaltungen veranstaltet. Das Ereignis fand in Budapest statt. Am Programm nahmen mehrere hundert Ungarndeutsche teil. Das Publikum konnte Musik, Gesang und Tanzproduktionen genießen. Von den Organisatoren wurden auch Auszeichnungen verliehen. Fúvósok várták kellemes dallamokkal a vendégeket a budapesti kongresszusi központban. Néhányan még táncra is perdültek a vidám muzsika hallatán. Volt is ok az örömre, hiszen idén ismét gálaműsort szerveztek a Magyarországi Német Önkormányzatok napja alkalmából. Már 27 éve annak, hogy a Magyarországi Nemzetiségi Önkormányzat kulturális autonómiát hozott létre, az ünnepséget pedig 26. alkalommal rendezték meg. A műsort a Szomodi Fúvó zenekar kezdte meg. Varjú László vezénylésével saját gyűjteményéből hozott dalokkal szórakoztatta a közönséget az együttes. Kulturális programok mellett a díjátadókra is sort kerítettek. Ahogyan minden évben, úgy ezúttal is kiosztották a magyarországi németségért aranydísztű kitüntetéseket. Az elismerésben több Baranya és Tolna megyei német származású lakos is részesült. Egyikük Sauer Ágnes. Gyökerei a Tolna megyei német kérhez kötik. Gyermekkori emlékei és a német anyanyelve, melyet édesanyjától tanult, meghatározták egész életét. Többek között egy alapítvány életre hívása, német nemzetiségi tanszék alapítása, de a szülőfalu újjához kötődő történelmi, kulturális és kulináris kötetek sokaságának megjelentetése is nevéhez fűződik. Ezeken túl a néprajzi tevékenysége is kiemelkedő, és kiállítások is köszönhetők neki. Wir haben schon voriges Jahr die Nachricht erhalten, also die große Freude und die Überraschung hat uns voriges Jahr erreicht, aber jetzt ist es sehr schön, in diesem Kreise zu feiern. Also das wurde, die Laudatio wurde vorgelesen auf der Bühne, alles kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich stamme aus der Gemeinde Németkehr, aus dem Komitat Tolnau bei Boksch und ich bin dort sehr aktiv tätig, habe verschiedene Veranstaltungen organisiert zu verschiedenen Veranlässen. Aber sonst bin ich studierte Deutsch-Russisch-Lehrerin, habe im Beruf auch gearbeitet, habe an Hochschulen unterrichtet, habe auch im Minderheitenamt gearbeitet. 15 Jahre lang war ich die Referentin für die Ungarndeutschen. Jetzt bin ich schon in Rente, aber nebenbei mache ich immer noch Kurse für Kindergärtnerinnen und nehme an der Ausbildung der Kindergärtnerinnen auch teil. Ich bin nie Mitglied der LDU gewesen. Dienstlich haben wir zu tun gehabt. Ich war im Amt für nationale und ethnische Minderheiten und dadurch haben wir tagtäglichen Kontakt zu der LDU gehabt. Thank you.
In dem Alter macht man keine großen Pläne. Also ich werde das fortsetzen, was ich bisher gemacht habe, Sammelarbeit. A Baranya megyei Babarcról származó Wolfárt Mária is részesült az aranydísztű kitüntetésben. Kiemelten fontos volt számára a tehetséggondozás, és egész pedagógiai pályafutása során igyekezett átadni mély ismereteit. Számos publikáció viseli a nevét, számára különösen a 2019-ben megjelent Koch Valériáról társszerzőként írt életrajzi kötete képviseli jelentős értéket a személyes érintettsége miatt. Das ist ganz, nicht so leicht zu sagen. Es ist natürlich schön, dass ich viele liebe Leute um mich habe. Mein Sohn ist mit dabei, meine Tochter lebt in Deutschland, sie konnte nicht kommen. Und naja, mein Mann schaut schon seit 18 Jahren von oben runter auf uns, aber er war ja auch sein Leben lang tätig für unsere Volksgruppe und er ist neben mir. Ich wurde Lehrerin für deutsche Sprache und Literatur, nachdem ich auch das deutsche Gymnasium in Fünfkirchen besucht habe. Ich habe an mehreren, immer nur an ungarn-deutschen Mittelschulen gearbeitet. Ich war Gründerin des Budapester Nationalitätengymnasiums, deren Schüler wir heute eben gehört haben. Dann habe ich auch in meiner alten Schule in Fünfkirchen und später am Ende meiner Tätigkeit im Schiller-Gymnasium gearbeitet. Und inzwischen war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ELTE, Sprachatlas, Unterrichtstätigkeit und Ähnliches. Ich war ja selber Mitglied der Vollversammlung 9 Jahre lang, ja, und vorher hatte ich ja auch noch durch meine Bildungstätigkeit viele Möglichkeiten an den Projekten der Landesselbstverwaltung, vor allem des Bildungsausschusses, teilzunehmen. Und auch seitdem ich nur im 13. Bezirk tätig bin, wie auch bis heute ich das mache, sind wir natürlich auch an den Projekten der Landesverwaltung interessiert und verfolgen die vor allem also durch den Informationsbrief, den sie immer herausgeben. Und wir sind auch in manchen Fällen Initiatoren von Abwicklungen, von Ereignissen. Das wäre schön, wenn ich wüsste, wie lange diese Zukunft noch dauert, aber ich hoffe, dass das noch eine Weile sein wird. Ich verwalte auch den geistigen Nachlass von Valeria Koch zusammen mit Maria Erb. Wir haben ein Buch vor 2 Jahren von ihr herausgegeben und an dieser Arbeit möchte ich weiterhin tätig sein. Und ich schreibe manchmal so kleine Geschichten, kleine Novellen aus meiner Kindheit, aus der Jugend. Und das wäre vielleicht auch schon genug, wenn ich das alles schaffe. Und natürlich in der Selbstverwaltung bin ich auch noch tätig. A bonyhádi születésű Lohn Zsuzsanna is kiérdemelte a magyarországi németségért aranydísztű díjat. A német, mint idegen nyelv 5 éven át történő tanítása után új kihívások elé nézett. Új munkahelyén fő feladatai közé tartozott a kulturális csoportok gondozása, a szövetség különböző rendezvényeinek szervezése, valamint tolmácsolás is. Évtizedeken át fontos szerepet vállalt a Bonyhád és a németországi Vernau, illetve Hochheim közötti testvérvárosi kapcsolatok kapcsán felmerült különböző feladatokban is. Nevéhez fűződik egy imádságokat, gyermekverseket, meséket és magyarországi német szerzők műveit tartalmazó hangoskönyv megjelenése, valamint egy német nyelvű folyóirat rendszeres kiadása szülővárosáról, Bonyhádról. Mein Name ist Susanne Lohn und ich arbeite seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der ungarndeutschen Kulturpolitik oder im Thema Ungarndeutsche. Zuerst habe ich beim Verband der Ungarndeutschen gearbeitet und dort war ich für Unterricht und Kultur zuständig.
Dann habe ich beim Ungarischen Rundfunk gearbeitet, auch in deutschsprachigen Sendungen. Auch Gruß und Kuss ist ein Begriff für ältere Leute. Und nachher habe ich Nachwuchslehrerinnen und Nachwuchskindergärtnerinnen ausgebildet, die Nationalitäten auf dem Nationalitätenbereich arbeiten werden. Wenn ich morgens früh aufstehe und in die Arbeit gehe, guck mir meine Mutter Tee, von dem ich keinen nehme. Ich muss mein Chef sein, das ist da sollt ihr mich begraben, in einem Fass voll Branderwein. Da werd ich ruhig schlafen, ich muss mein Schätzchen an, ist das nicht wahr? Ich hoffe, dass ich Kraft und Energie haben werde und gesund bleibe, dass ich all meine Pläne noch verwirklichen kann. Ich mache eine Forschung im Thema Verschleppte, also Malenki-Robot, und die möchte ich gerne zu Ende führen. A közönséget a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi követe is köszöntötte. Klaus Streicher beszédében örömét fejezte ki, úgy látja, hogy a színvonalas program az erős összetartozást is jelenti. Das ist natürlich nicht meine erste ungarn-deutsche Gala, aber sie ist wieder eine sehr schöne und gelungene Gala und unterstreicht, glaube ich, dass die ungarn-deutsche Landsmannschaft hier in Ungarn eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, sehr aktiv ist, nicht nur politisch, sondern auch ihr kulturelles und sprachliches Erbe sehr aktiv pflegt. Und das freut mich natürlich sehr als Vertreter der deutschen Botschaft. Die Beziehungen zu Ungarn und Deutschland sind sehr eng und historisch sehr lange gewachsen. Und ich glaube, wie ich in meiner Rede gesagt habe, spielen die Ungarn-Deutschen, die ungarn-deutsche Minderheit da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat leider einen Einfluss auf alle von uns, nicht nur auf die ungarn-deutsche Minderheit, auf alle unsere Länder und nicht nur auf Europa, sondern auf die Welt insgesamt, wie man zum Beispiel am Problem der Weizenlieferungen sehen kann. Und ich hoffe, dass die Europäische Union stark und einig ist und in dem, was sie tut und beschließt, mithelfen kann, diesen Krieg zu beenden. A koronavírus járvány a tavalyi eseménynek ugyan gátat szabott, akkor online gálaműsort tartottak. Most azonban a korábbi évekhez hasonló rendezvényre várták az érdeklődőket. In diesem Jahr haben wir dann am 8. Januar hätten wir am Tag der deutschen Selbstverwaltungen das Gala-Programm gehabt, aber diesmal haben wir gesagt, wir verschieben es und warten ab, ob wir es veranstalten können. Zu dieser Landesgala haben wir immer Kulturgruppen eingeladen, Musiker, Sänger und Tanzgruppen, die an den verschiedenen Qualifizierungswettbewerben, die von uns organisiert werden, gute Platzierungen erreicht haben. Aber ganz wichtig ist, dass wir an diesem Tag auch verschiedene Ehrungen erteilen, zum Beispiel die Ehrennadel in Gold an verdiente Persönlichkeiten, jedes Jahr drei Ehrennadel werden vergeben, die erhalten Leute für ihr Lebenswerk praktisch. Dann haben wir auch Valeria-Koch-Preise für Jugendliche, Gymnasiasten, das sind Förderpreise, die dazu anspornen sollen, weiterhin auch für uns zu arbeiten.
Und jedes zweite Jahr wird auch ein Preis an einen jungen Wissenschaftler vergeben, der Otto-Heineck-Preis. Der heutige Tag ist eigentlich die Zusammenkunft heute, eine Präsentation unserer Gemeinsamkeit. Wir wollen uns der Mehrheitsgesellschaft präsentieren. Wir wollen zeigen, dass wir vom ganzen Land kommend zusammengehören und praktisch für unsere Zukunft arbeiten. Heute wurde ein Otto-Heineck-Preis an Herrn Janosch Bednarik, einen jungen Wissenschaftler, ausgegeben. Dann 6 Preise jetzt praktisch Ehrennadel in Gold, weil wir im letzten Jahr, also 2021, durch die Online-Gala nicht persönlich die Preise übergeben konnten, also an 6 Leute. Und es werden noch ebenfalls 6 Valeria-Koch-Preise vergeben, eben aus diesem Grund. Und 2 Preise für Studentinnen und Studenten, die ihre Diplomarbeit verteidigt haben und eine Diplomarbeit mit ungarndeutschem Bezug geschrieben haben. Die Landesverwaltung der Ungarndeutschen wird alle 5 Jahre zum Tag der Nationalitätenwahlen gewählt. Das ist auch der Tag, als wenn die Kommunalwahlen stattfinden. Und jetzt bei der letzten Wahl sind 47 Leute landesweit von Ungarndeutschen gewählt worden und die bilden die Landesselbstverwaltung. Wir sind ein selbstständiges Organ. Es gibt im Land selbstverständlich auch lokale Selbstverwaltungen, über 400 an der Zahl. Und an der Spitze steht praktisch die Landesselbstverwaltung. Wir haben verschiedene Belange, verschiedene Ausschüsse, Bildung, Kultur, dann einen Finanzausschuss. Wir sind Träger von Bildungsinstitutionen, von kulturellen Institutionen und sind praktisch für viele, viele Aufgaben, was die Ungarndeutschen belangt, zuständig. A német népcsoportot egyébként 2014 óta házelnök, 2018 óta pedig teljes jogú országgyűlési képviselő képviseli az országgyűlésben. Az országos önkormányzat elnöke felhívta a közönség figyelmét arra, hogy 2022 a népszámlálás éve, amelyben lehetőségük van, sőt kötelezettségük kitartani származásuk, nyelvük és kapcsolatuk mellett. Hock Engländer Ibolya arra biztatott mindenkit, hogy a dokumentumot mindenki töltse ki származásának megfelelően. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.